Seit heute hängt im Haus am Dom die Graphic Novel Ausstellung zur Seligsprechung des Limburger Westerwälder in Ruppach-Goldhausen geborenen Palutinerpater Henkes. Ein Schwerpunkt der Ausstellung bilden einzelne Szenen aus der Lebensgeschichte. Die grafische Umsetzung haben wir dem Kollektiv, dem Paar Druschba Pankow zu verdanken, Alexandra Kardina und Volker Schlecht, die die komplexe und auch nur in Teilen dokumentierte Lebensgeschichte des Märtyrers, der 1945 in Dachau im KZ gestorben ist, als Graphic Documentary aufgearbeitet haben. Wir haben im Haus am Dom aber auch noch andere Arbeiten von Druschba Pankow an den Wänden. Ich kann also nur ganz herzlich einladen, was aktuell problemlos möglich ist, das Haus am Dom zu besuchen und diese Graphic Novel Ausstellung anzusehen. Und ich danke an der Stelle ausdrücklich Volker Schlecht und Alexandra Kardina für ihre großartige Arbeit, die ein Thema, das, wenn ich sagen darf, sicher nicht für jeden leicht zugänglich ist, das schwere Leben eines Geistlichen vor vielen Jahrzehnten, der mehr oder weniger gewaltsam zu Tode gekommen ist, uns in der heutigen Gegenwart nicht nur darzustellen, sondern auch sichtbar zu machen, warum dieser Mensch selig gesprochen wurde, das heißt für uns als Vorbild dienen soll, so ist die katholische Vorstellung. Dass dieses Match, wie man heute vielleicht sagen würde, diese Verbindung zwischen künstlerischer Qualität in Berlin und einem Westerwälder seligen Palutiner überhaupt zustande kam, haben wir Martin Ramp zu verdanken, Direktor im Kirchendienst, Abteilungsleiter im Bistum Limburg und hier für Kultur und Pädagogik zuständig, Herausgeber des Eulenfischs und für diverse Zaubereien, sage ich jetzt mal, optischer und textlicher Natur zuständig für die Denkbar und für diverse Buchpublikationen, die teilweise ebenfalls von Druschba und Pankow illustriert wurden. Ja, vielen Dank, Joachim Valentin, für die freundlichen Einführungsworte. Wie sind wir überhaupt auf das Thema Richard Henkes gekommen und auf die Idee gekommen, eine Ausstellung zu machen? Am Anfang gab es erstmal die Idee, dass wir Richard Henkes in einer neuen Form den Menschen näher bringen wollen. 2019 war die Seligsprechung von Richard Henkes im September, am 15. September. Und etwa ein Jahr davor hatten wir uns Gedanken gemacht, wie können wir denn den seligen Richard Henkes den Menschen von heute näher bringen. Und in der Redaktion unseres Magazins Eulenfisch kam dann die Idee auf, dass wir das mit einer zeitgemäßen Form machen, nicht in dieser üblichen Form, die man halt auch häufig kennt bei Seligsprechungen, sondern einfach mal ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und da kam uns natürlich gelegen, dass schon eine Beziehung bestand zu Volker Schlecht. An dieser Stelle auch herzlich willkommen, Volker. Schön, dass du da bist. Und wir hatten also mit ihm schon gearbeitet und hatten ein wunderbares Heft gemacht über Barmherzigkeit. Und das war mehr oder weniger für uns der Starter, um mit ihm dann nochmal in ein Gespräch zu kommen und ihn zu fragen, ob er denn nicht für uns sowas wie eine Graphic Novel machen kann. Und das ist natürlich ein Jahr vor einer Seligsprechung eine ambitionierte Anfrage gewesen, die wir da gestellt haben. Denn jeder, der ein bisschen Ahnung hat, was eine Graphic Novel bedeutet, der weiß, das ist nicht mal nur runtergeschrieben oder runtergezeichnet, sondern da steckt extrem viel Arbeit dahinter. Und wie es dir damit ergangen ist mit dieser Anfrage, da würde ich auch gerne jetzt den Ball an dich spielen, lieber Volker. Das würde wahrscheinlich auch die Zuseher interessieren, wie du darauf reagiert hast, dass wir mit so einer Anfrage gekommen sind. Berliner Illustrator, der jetzt nicht unbedingt ausgewiesen ist in katholischen Publikationen, soll sich in ein Leben eines Seligen hinein vertiefen und dazu auch noch eine Graphic Novel innerhalb eines Jahres schreiben. Also das ist schon eine ambitionierte Anfrage. Wie ist dir damit ergangen, als ich
als wir da oder als ich dich da anrief. Vielleicht steigen wir so mal ein in das Gespräch. Und zwar habe ich so angefangen, dass sich das wie so ein roter Faden durch meine letzten Arbeiten zieht, dass mich immer jemand anfragt und ich erstmal Nein sage. Und so war es bei Martin Ramp und mir auch. Also ich habe erst mir das nicht zugetraut, weil es tatsächlich ja erstmal nach sehr viel Arbeit klingt und man sich erstmal auch in so eine Biografie reindenken muss. Und wollte das so ein bisschen abwimmeln. Es gibt diese eine Biografie, die anlässlich der Seligsprechung damals recherchiert wurde, an der wir uns grob orientiert haben in dieser Graphic Novel, die wir dann Graphic Documentary genannt haben, weil es ja letztendlich kein Roman ist, sondern sich versucht, so nah wie möglich an der Biografie zu orientieren. Deshalb Documentary. Ja, und dann war letztendlich tatsächlich mehr oder weniger netto ein halbes Jahr nur noch Zeit, bis das kleine Comic dann fertig werden musste. Dementsprechend ist es auch nicht sehr dick. Also für eine Graphic Novel ist es vielleicht auch einfach zu dünn, ne? Also dieses Wort Graphic Novel trägt ja auch so ein bisschen so einen Anspruch vor sich her. Deshalb heißt es ganz bewusst offiziell auf dem Umschlag nicht Graphic Novel, aus diesen zwei Gründen. Einmal aus Gründen dieser Biografie und Faktentreue und aus dem Grund, dass es letztendlich eine Art biografischer Essay ist von der Dicke her und nicht wirklich eine Graphic Novel. Einerseits war natürlich das Hauptaugenmerk dann auf der Zeit in Dachau zwangsläufig. Und andererseits musste man natürlich irgendwie erzählen, wie kommt er dahin und warum. Und darüber hinaus hat uns natürlich auch interessiert, wie wird jemand oder wie fasst jemand den Entschluss, Priester zu werden. Diese Sachen haben sich so rauskristallisiert, weil das in seinem Fall auch ein sehr interessantes Ringen mit sich selbst war, was in seinen Briefen dokumentiert ist. Und wir haben uns dann anhand dieser Briefe auch mehr oder weniger so an Richard Henkes angenähert, weil in diesen Briefen es teilweise einerseits sehr emotional beschrieben wird, wie er in seiner Zeit des Priesterseminars mit sich selber ringt. Und andererseits in den Briefen aus Dachau, die er an seine Angehörigen geschrieben wird, hat auch eine ganz bewegende, so ein sehr, sehr bewegendes Understatement zum Vorschein kommt. Einerseits natürlich wegen der Zensur, die sowieso diese Briefe ja alle mitgelesen hat, und andererseits aber auch, um seine Angehörigen nicht zu beunruhigen. Und zwischen den Zeilen wird der Horror, den er eigentlich erlebt hat, eigentlich nur dadurch deutlich, dass man weiß, mittlerweile, ne? Dass wir wissen, was da eigentlich abgelaufen ist. Und dass dieses Spannungsfeld aus seinem Bedürfnis, um sich selber nicht so ein Gewese zu machen, sondern letztendlich alle seine Angehörigen in dem Glauben zu lassen, dass es ihnen gut geht, und dem, was eigentlich dort passiert ist, was auch dokumentiert ist durch die Biografien anderer Priester und anderer Häftlinge und den Dokumenten, die es über Dachau gibt und über das KZ-System sowieso. Aus dieser Spannung haben wir versucht, letztendlich so ein, die Sp eine gewisse Spannung in dieses Heft zu übertragen. Also für mich ist es eigentlich bis jetzt ein kleines Wunder, dass Sie, die Sie ja sozusagen mitten in der Popkultur agieren, für die Zeit, fürs Zeitmagazin, für Rolling Stone und so weiter, ich sage es mal illustrieren, was natürlich auch ein falscher Begriff ist, sich eines so schwierigen Themas, es geht um die NS-Zeit, dann auch abwegigen Themas, wenn ich das sagen darf, für jemand in Berlin, also die Hauptstadt des Atheismus, katholischer Pater im Priesterblock, dass sie sich dessen annehmen und, wenn ich das sagen darf, großartig, das hätten Martin Ramp und ich wahrscheinlich anders gemacht, mit einer ganz schlichten, ich würde das jetzt fast schon
veristischen Zugangsweise tun. Also sie, also ich meine zumindest das Ergebnis. Ich weiß, dass da viel Arbeit dahinter steckt und das ist dann sozusagen auch natürlich die Größe dieser, dieser Kunst. Also die Bilder saugen einem, so geht es mir zumindest, in eine sehr fernliegende Realität, einfach nur dadurch, dass sie zeigen, was geschehen ist. Ich habe viel an den Film A Hidden Life von Terrence Malick denken müssen, den Sie vielleicht kennen. Wenn nicht, empfehle ich ihn, weil da wird ja ebenfalls ein Märtyrer der Nazi-Zeit in jüngerer Zeit, der Fall Jägerstätter, also jemand, der den Kriegsdienst verweigert, in jüngster Zeit, der Film ist von 2019, sozusagen mit dem modernen Medium sozusagen bearbeitet. Also Terrence Malick schafft es nicht immer, dem Kitsch und der Breitwand, dem Breitwandkino den Versuchungen zu entkommen. Aber auch da hat mich schon gewundert, wie ein Märtyrer aus dieser Zeit, eine für das Weltgeschehen unbedeutende Geschichte, eine derartige Aufmerksamkeit und Umsetzung erfährt. Können Sie da zwei Sätze zu sagen, was das, will da nicht indiskret sein, was das mit Ihnen persönlich gemacht hat und wie diese Ferne des Themas, also welche Konsequenzen das für Sie hatte in der Umsetzung? Aber vielleicht liege ich ja völlig falsch. Also, aber ja. Sie verstehen meine Frage vielleicht. Nee, also ich bin sehr dankbar für diese Frage. Also es ist eher jetzt, wenn ich für mich selber sprechen darf, muss ich sagen, mir fällt es eher manchmal schwerer, mich in diese etwas seichteren oder sagen wir mal nicht seichteren, aber in diese popkulturellen Aufträge reinzudenken, sondern ich habe mich in verschiedenen anderen Sachen, auch in einem Film, den ich 2008 gemacht habe, habe ich mich auch mit deutscher Geschichte beschäftigt. Also diese historischen Sachen und speziell die Auseinandersetzung mit der Nazi-Zeit sind mir eigentlich sehr nah. Ich habe mich relativ viel und jahrelang schon auch aus anderen Gründen damit beschäftigt und auch mit Religionsgeschichte. Also der eine Film von 2008, da spielt die Nazi-Zeit eine große Rolle. Da ging es um die gesamte deutsche Geschichte, mehr oder weniger, wenn man das überhaupt so anmaßend formulieren kann. Und dann der Film, den ich danach gemacht habe, 2013 ist der fertig geworden, glaube ich, habe ich mich speziell mit Religionsgeschichte beschäftigt. Insofern sind mir diese Themen relativ vertraut auf eine gewisse Art. Und dadurch fiel das Thema Richard Henkes so auf fruchtbaren Boden. Was das aber dann nochmal mit mir gemacht hat, speziell sich dann da rein zu versetzen und sich mit diesen Bildern auseinanderzusetzen, um authentisch zu sein und um da Dokumentationsmaterial zu recherchieren, an dem man sich langhangeln kann. Das war dann schon nochmal ein Zacken schärfer. Also der schlimmste Moment war wirklich der, wo ich mir dann diesen berühmt-berüchtigten Dokumentarfilm angeschaut habe, wo die Engländer bei der Befreiung von Bergen-Belsen gefilmt haben. Kann man alles auf YouTube finden. Da habe ich wirklich hier gesessen im Atelier und habe dann geheult. Also das war schon krass. Und wenn man sich vorstellt, dass das die Bedingungen in so eines KZs waren, zumindest am Ende der Kriegszeit, als die alle überfüllt waren und überall diese Epidemien auftraten wegen dieser völligen Überfüllung dieser Konzentrationslager in dieser Situation, wo Henkes dann ja auch gestorben ist. Das lässt niemanden kalt, glaube ich. Ich glaube, das ist auch der Film ausschnittweise, der auch in Nürnberg gezeigt wurde damals in dem Hauptkriegsverbrecherprozess, wo dann die Herren Angeklagten wohl teilweise einfach weggeguckt haben oder teilweise hat die das wohl auch nicht kalt gelassen. Ich glaube, selbst Hans Frank hat wohl gesagt, dass er schockiert ist und das angeblich nicht gewusst hat. Es ist das Besondere ist wirklich auch nochmal wirklich die Liebe auch zum Detail und auch zu der historischen Korrektheit. Also wer diese
Graphic Documenta wie aufschlägt, wird auch am Ende auch immer wieder sehen, was, warum du dich für bestimmte Dinge eben so entschieden hast und warum eben nicht. Also die Dialoge mussten ja auch erfunden werden und du hast ja dann teilweise mit Remarque gearbeitet und hast es dann immer hinten dann auch dokumentiert, warum du dich eben ausgerechnet in dieser Situation dafür eben auch so entschieden hast. Also das ist eine enorme Leistung, die aber auch preisgekrönt wurde. Das muss man der Stelle auch mal sagen dürfen. Also du hast ja immerhin den European Design Award damit gewonnen und bist in das Jahrbuch der amerikanischen Illustration mit dem Werk über Richard Henkes reingekommen. Das ist schon sehr beachtlich. An der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch dafür. Danke. Und es hat sich natürlich auch rumgesprochen und das soll an der Stelle auch nicht verschwiegen werden, auch nach Tschechien, also in die Region, wo Richard Henkes am Ende auch gewirkt hat, also in Branitz, das ist ja diese Ecke, polnisch-tschechisches, slowakisches Dreiländereck. Da gibt es zurzeit eine ganz interessante Aufnahme dieses Stoffes, und zwar in der Hinsicht, dass es wahrscheinlich eine Übersetzung geben wird. Und wir haben ja darüber auch schon gesprochen. Wir mussten ja hier erstmal jemanden finden, der auch dann Tschechisch kann und entsprechend das dann auch in der Schrift umsetzen kann, in der grafischen Weise. Und das wird auch religionspädagogisch aufgegriffen. Also wenn es uns gelingt, das sieht ganz gut aus zurzeit, könnten wir wahrscheinlich dann im nächsten Jahr auch eine tschechische Version dieser Graphic Documentary in Händen halten und vielleicht die Ausstellung dann auch in Ostrava, das ist das Bistum in Tschechien, dann auch zeigen. Also das wäre natürlich eine wunderbare Sache, auch eine völkerverständigende Maßnahme und ein schöner Akt, der dann daraus entstanden wäre, aus dieser Arbeit. Und sicherlich auch im Sinne von Richard Henkes. Also es gibt da eine Szene in dem Comic, wo wir das gezeigt haben, wo dann auch der Prager, spätere Kardinal, der da sein KZ-Genosse war, eine Rolle spielt und sie sich da darüber unterhalten, wie er Tschechisch lernen will und nach dem Krieg dahin zurück will, wo er da gelebt hat, jahrelang. Also insofern wäre das natürlich. Hätte das eine eigene Logik, ne? Dass es diese Graphic Novel oder diese Graphic Documentary auf Tschechisch eigentlich geben muss? Auch. Übrigens die einzige Graphic Novel oder die einzige Graphic Documentary, die man wohl in Dachau kaufen kann, im dortigen Buchladen. Also das war bisher wäre wohl nicht der Fall gewesen und ist dort jetzt auch käuflich zu erstehen. Ja. Ja, ich wollte gerne noch eine Rückfrage stellen. Wir sind ja im Moment dabei, so ein bisschen an der Finissage zu basteln und da war auch von Filmen die Rede. Waren das die Filme, von denen Sie eben gesprochen haben, Folgerschlecht? Dürfen wir dem Publikum da sozusagen noch ja, Surplus zu dem versprechen, was wir im Haus sehen? Also wir beide haben da zumindest noch nicht drüber gesprochen, aber ich fände das natürlich toll, wenn wir Ihr Werk dann auch in einer gewissen Breite an dem Abend Ende März sehen und da nochmal die Eindrücke vertiefen könnten. Ja, das können wir gerne machen. Also wir hatten das in Montabaur, in dem Bunker, haben wir das so ein bisschen nebenbei laufen lassen und dann noch musikalisch untermalt, eher so eventartig, aber man kann die natürlich auch richtig zeigen, ne? Also so mit dem Sound, wie sie eigentlich gemeint sind. Ja. Das Schöne an solchen Filmen sind, die sind immer relativ kurz. Insofern muss sich da niemand überfordert fühlen, immer nur ein paar Minuten lang. Das kann man so nebenbei irgendwie in irgendeine Ecke stellen und mit Ja, Kopfhörern. nicht so viel Bescheidenheit. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir die durchaus auch prominent zeigen könnten. Im Moment ist das ja noch unklar, am 23., 24. oder 25. März. Wir werden da draußen natürlich nochmal via Mail und in Social Media hinweisen. Also von meiner Seite sage ich einfach ein herzliches Dankeschön für die Eindrücke und vor allem für die Bilder. Ich freue mich ehrlich gesagt drauf. Ich hoffe, Herr Schlecht, das klappt an dem Abend, dass wir vielleicht auch durch die Ausstellung gehen und Sie noch zum einen oder anderen Bild auch zu denen, die über Richard Henkes hinausgehen, den einen oder anderen Kommentar abgeben. Wenn ich sagen darf, ich persönlich
als Björk-Fan war vor allem von dem Björk-Bild beeindruckt, aber das ist natürlich sehr subjektiv, sehr persönlich. Und ich bin auch dankbar, dass wir Ihr Werk so ein bisschen breiter darstellen können, auch über diese Graphic Novel hinaus. Also von meiner Seite vielen Dank und die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werden uns Ende März im Haus am Dom hoffentlich live und auch mit Publikum sehen. Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, Volker. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn es mit dieser Finissage dann auch wirklich möglich wird und dass wir dann nochmal anders ins Gespräch kommen über Ja, die also Bilder. dann, oh, Entschuldigung. Ja. Ja, vielen Dank von mir auf jeden Fall und herzliche Grüße auch von Alexandra an der Stelle. Und auch von ihr herzlichen Dank. Und vielleicht schafft sie es ja, dass sie dann auch dabei ist im März. Das wäre natürlich super.